träumen mit offenen Augen wirklich wird, woran wir glauben. Ja, wow. Ich bin richtig begeistert, dass so viele Leute gekommen sind, dass ihr euch echt extra alle nochmal nach der Arbeit Zeit genommen habt, hierher zu kommen. Und mich freut es natürlich, wenn sich so viele für das Thema pflanzliche Sporternährung interessieren. Ja, pflanzliche Sporternährung, der Junge hier macht's vor, dicke Äpfel gibt dicke Äpfel. Und der Max und ich werden euch ein bisschen durch das Thema pflanzliche Sporternährung führen. Wir haben die Begrifflichkeit pflanzliche Ernährung gewählt, weil wir beide finden, dass es etwas eindeutiger ist. Man könnte natürlich auch vegane Ernährung dazu sagen, aber es gibt auch Unterschiede in der veganen Ernährung. Also vegan ist nicht gleich vegan, sprich es gibt Pudding vegan und es gibt tatsächlich vegan mit einem Haufen an wirklich ganz gesunden Lebensmitteln und das möchten der Max und ich euch nahebringen. Genau, darum soll es heute gehen und wie schon angekündigt vom Holger, wir haben uns so beide entschieden, das so von unserer Expertise zu beleuchten. Steffen als Lebensmitteltechnologe weiß sehr viel über Ernährungswissenschaft, über den aktuellen Stand der Forschung. Ich persönlich habe Geschichte studiert, als Historiker werde ich da so ein bisschen die Wurzeln der pflanzlichen Sporternährung in der Antike am Anfang kurz beleuchten. Ja, und vielleicht noch zuerst so unser persönlicher Background. Mich erkennt man da nicht mehr so gut, das ist ein paar Jahre her. Inzwischen habe ich mich optisch eher im Steffen ein bisschen angenähert. Ich habe eine paar Zeit lang Triathlon gemacht, mache inzwischen auch ein bisschen mehr Kraftsport. Steffen, ihr seht es auf dem Bild auch, macht schon seit Jahren Kraftsport. Ich habe zwischendurch auch ein paar Jahre Schwertkampf im Vollkontakt gemacht. Von dem her war es für mich interessant, da auch wirklich in die Historie zu gehen und wirklich zu sehen, dass zum Beispiel die Gladiatoren sich damals tatsächlich pflanzenbasiert ernährt haben. Und das hatte auch einen ganz speziellen Grund, den werde ich dann im zweiten Teil des Vortrags beleuchten. Wie der Holger eingangs schon gesagt hat, tatsächlich, wir haben sehr viel ausprobiert. Ich habe für mich persönlich gesprochen, alle möglichen Formen an Kostformen im Sport ausprobiert, von Low Carb bis vegan, pflanzenbasiert eben. Und pflanzenbasiert ernähre ich mich jetzt tatsächlich seit knapp 5 Jahren. Also das ist jetzt auch keine Erfahrung, die ich jetzt erst seit gestern habe, sondern ich kann sagen, dass das zumindest auf Basis eigener Erfahrungen ist. Und das Interessante ist, dass die wissenschaftliche Literatur das Ganze ziemlich stützt. Und ja, genau. Ich selber bin zum Beispiel seit 10 Jahren vegetarisch unterwegs, ein paar Jahre dann auch rein pflanzlich, rein vegan gewesen. Inzwischen da so ein bisschen flexibel, esse auch gerne mal ein Stück Käse. Aber ja, sage ich mal so zu 80% auf jeden Fall auch rein pflanzlich. Aber genug von uns. Jetzt schauen wir uns mal so ein paar Sportler an, die ein bisschen mehr drauf haben als wir. Den ersten kennen vielleicht ein paar schon, die sich mit dem Thema pflanzliche Sporternährung oder auch Kraftsport schon befasst haben. Das ist Patrick Baboumian, ein deutscher Strongman. Wir sehen ihn hier beim sogenannten Yoke Walk, ja, also das ist dieses schwere eiserne Joch, das muss dann über eine bestimmte Distanz, meistens 10 Meter getragen werden, ab 300 Kilo aufwärts in der Regel. Und dieser Mann ernährt sich eben auch pflanzlich, seit 2011 hat verschiedene auch Rekorde schon aufgestellt. Beim Strongman ganz grundsätzlich, das sind immer diese großen, breit gebauten Kerle, wo man mal denkt, die essen nur kiloweise Fleisch, in seinem Fall eben nicht. Er hat verschiedene sportliche Erfolge, die wir hier aufgelistet haben, zum Beispiel deutscher Meister im Baumstammstemmen. Ja, da muss wirklich so ein Baumstamm, der liegt auf leichter Höhe, muss dann über Kopf gestemmt werden. Stärkster Mann Deutschlands, da gibt es dann verschiedene Disziplinen, ein bisschen Gewichte getragen, gehoben werden, hat er eben 2011 gewonnen. Kraftdreikampf, also Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, hat er sich mal den Europameistertitel noch geholt. Und er hat eben auch noch 3 Weltrekorde aufgestellt. Also beim Fronthold muss quasi ein Gewicht, 20 Kilo in dem Fall, auf Zeit gehalten werden an ausgestreckten Armen. Dann Bierfass stemmen, also da muss ein Bierfass also mit Gewichten beladen, über Kopf gestemmt werden. Und eben dieser Yoke Walk, was wir auf dem Bild davor gesehen haben,
550 Kilo hat er über 10 Meter getragen. Also durchaus recht beeindruckend, auch für einen Steffen gern gewisse Inspiration gewesen. Tatsächlich, ja. Also als Patrick Babumian damals 2011 Veganer wurde, da habe ich mir gedacht, das ist krass, dass dir das schafft. Meinen vollen Respekt, ich schaffe das wahrscheinlich nie. Und ja, interessanterweise bin ich auch seinen Weg gegangen, auch aus einem Sportexperiment heraus. Aber tatsächlich, er war dann jemand, der durchaus da auch als Idol im Kraftsport diente, mich da auch drauf zu bringen. Und der Max, den ich von dem einen oder anderen Konzert und Festival kannte, der war mir dann etwas voraus, was die pflanzenbasierte Ernährung anging. Und er hat mich dann tatsächlich auch auf dieses Thema gebracht. Ja, und für mich war eben dieser Sportler besonders interessant. Sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen schlanker als der vorherige. Scott Jurek, Ultramarathonläufer, seit 1999 rein pflanzlich unterwegs. Auch ein paar sehr beeindruckende Rekorde, also diesen Western States Endurance Run, 161 Kilometer mehrfach gewonnen, den Badwater Ultramarathon im Death Valley in Kalifornien, Durchschnittstemperatur 40 Grad, es geht in der Regel konstant bergauf, bis zu 54 Grad Spitzentemperatur, 217 Kilometer am Stück. Die einzelnen Läufe, die da mitmachen, die haben auch immer so ihre Versorgungsteams dabei. Er zum Beispiel hat dann immer sein Team, das war im Truck unterwegs, die hatten da so eine riesen Badewanne voller Eis dabei, da hat er sich alle Kilometer mal reingelegt und ist dann wieder weitergelaufen. Also extreme Leistungen. Spartathlon ist ein Ultramarathon über 246 Kilometer, auch zweimal gewonnen und 24 Stunden am Stück laufen, schafft er 266 Kilometer. Also komplett verrückt, was sich kein normaler Mensch wahrscheinlich antun möchte. Ja, und dann habe ich okay, der ist nur Pflanzen, der ist Veganer. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, wie funktioniert das? Das war für mich so, da war ich gerade Triathlon, olympische Distanz habe ich da gemacht. Ich dachte, okay, das interessiert mich jetzt, da will ich mich mal ein bisschen mehr mit informieren. Ja, ein paar andere Beispiele noch kurz. Hier ein American Football Profi, der sich auch rein pflanzlich ernährt, David Carter. Ja, ein bisschen prätentiöses Bild, aber weiter. Auch hier Mixed Martial Arts, Ultimate Fighting, professioneller Kämpfer, Mac Danzig, auch rein pflanzlich unterwegs. Hier noch sehr populär, da gibt es auch ein Buch von Brandon Braser, vor ein paar Jahren auch auf Deutsch erschienen, oder vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Auch ein Ausdauersportler, der so eine eigene auch Ernährungs, sagen wir mal, Philosophie entworfen hat, kann man sagen, oder? Die Thrive-Diät. Genau, gibt es ein paar Bücher dazu. Ja, olympischer Gewichtheber, Kendrick Ferris, auch vegan. Und dann gibt es noch so ein paar weitere Namen, Rich Roll, der Triathlet ist noch recht bekannt, Timo Hildebrand, der Fußballspieler. Zu den letzten beiden, Mike Tyson und Lewis Hamilton, muss man sagen, die haben angekündigt, sie machen jetzt auch mehr so pflanzliche Kost. Ob die jetzt wirklich da rein pflanzlich vegan unterwegs sind, kann ich nicht sagen. Ja, vielleicht muss dann Mike Tyson zumindest keine Ohren mehr abbeißen. Ja. Gut, soweit zur Einführung. Ja, also unsere Vorträge sind jetzt so aufgebaut, dass jetzt der Max weitermachen wird. Er als Historiker wird dann den Teil der Gladiatorenernährung beleuchten, was wir wissen und was die sogenannte experimentelle Archäologie jetzt mit dazu herausgefunden hat. Und ich komme dann im zweiten Teil darauf, das Ganze aus ernährungswissenschaftlicher Schiene zu beleuchten und werde aufzeigen, ja, was sind so die Basics, was sind die Ernährungsanforderungen, wie ist eigentlich der Ist-Zustand in unserer normalen Zivilisationskost und werde dann zwei Mahlzeiten miteinander vergleichen und werde dann tatsächlich ein sehr interessantes Resümee ziehen, beziehungsweise ihr dürft das dann selber erleben. Jawohl. Und zum Schluss gibt es natürlich noch auch einige Praxisanweisungen, das ein oder andere Rezept und praktische Tipps zum Umsetzen. Okay, gehen wir 2000 Jahre zurück in die Antike, die Ernährung der Gladiatoren. Ich habe ein Bild mitgebracht, eine Darstellung 2. bis 3. Jahrhundert aus Christus von zwei Gladiatoren. Über die Gladiatoren, was man so weiß, vielleicht aus dem gleichnamigen Hollywood-Film, bitte alles vergessen, sage ich mal, 99% davon ist falsch. Was wir eben, also man denkt sich immer so, ja, das war diese wilden Kämpfe, unorganisiertes Abschlachten in der Arena und so weiter und so fort. Stimmt so nicht. Wir sehen das hier hinter mir. Es waren immer zwei gepaarte Kämpfer, wo wirklich festgelegt hat, dieser mit dieser Ausrüstung, dieser mit jener Ausrüstung und den Schiedsrichter sehen wir auch, war immer mit dabei.
Natürlich wurde da auch gestorben, aber es war eine organisierte Sportart, vergleichbar vielleicht mit dem modernen Boxen, Mixed Martial Arts oder Fechten oder ähnlichen Sportarten. Die Gladiatoren waren jetzt auch Leute, die waren gut ausgebildet. Ja? Also wenn man Gladiator wurde, man war in der Regel also entweder Kriegsgefangener, Sklave oder gab auch ein paar Freiwillige, die sich gemeldet haben. Ist man in eine Gladiatorenschule gekommen, hat dann ein Jahr lang ein ziemlich hartes Training absolviert, um darauf vorbereitet zu werden, in der Arena zu kämpfen. Wurde dabei von Spezialisten in verschiedenen Kampftechniken unterrichtet, von Ärzten betreut und hatte dann in der Regel so eine dreijährige Laufbahn als aktiver Kämpfer. Und wenn wir uns jetzt das vor Augen halten, dann macht es jetzt auch gar keinen Sinn, wenn ich die Gladiatoren da in der Arena quasi alle sterben lasse, wenn ich da ein Jahr lang die ärztliche Betreuung und das Training investiere. Man geht so ungefähr davon aus, wenn wir jetzt, wir haben jetzt einen Gladiatorenkampf, da hat man am Anfang so ungefähr eine Chance von 9-1 zu überleben. Wenn man den Kampf verloren hat, vielleicht nur noch von 4-1. Ja? Also das war eine tödliche, brutale Sportart, aber es war, also sagen wir mal so, mit System. Ja? Es gibt dann so ein paar Misskonzeptionen. Zum einen, dass die eben ganz viel Fleisch gegessen haben. Ja, haben wir jetzt schon angekündigt, das war nicht der Fall. Dann geistert auch so durch die Forschung so die These, dass die ein bisschen fett waren, um sich vor Schnittwunden und Hiebwunden zu schützen. Stimmt auch nicht. Wenn wir uns alle Bilddarstellungen inklusive dieser anschauen, wir sehen die immer als relativ durchtrainierte und schlanke Athleten. Ja, und eben das Dritte wäre eben so dieses unorganisierte Abschlacht, in Anführungszeichen mal, war eben so nicht der Fall, organisiert war es. Ja. Okay, gehen wir weiter. Was wissen wir jetzt über die Ernährung der Gladiatoren? Ich habe jetzt drei Zugänge gewählt. Also der erste wäre mal die schriftliche Überlieferung, das ist das, womit ich mich als Historiker beschäftige, mit Schriftquellen. Hier nur kurz die Begriffe, ich wollte jetzt nicht zu viel Latein verwenden. Gladiatoria Sagina heißt einfach so die Ernährungsweise der Gladiatoren, ist von Galen und Tacitus überliefert. Plinius gibt dann so ein bisschen einen weiteren Hinweis, Hordeari, übersetzt so die Gerstenfresser, würde man sagen, also die haben Gerste gegessen. Und bei Plinius ist dann auch die Rede von dem, sage ich jetzt mal, Gericht, das die hauptsächlich gegessen haben, den sogenannten Puls Fabata. Puls war so das römische Nationalgericht, das ist im Endeffekt bloß ein Getreidebrei. Das haben die einfachen Leute gegessen, die Legionäre, die so ihre Getreidesäckchen und Mühlen immer dabei hatten. Und Fabata eben dazu dann mit Bohnen. Ja, also Gerste mit Bohnen war so dieses klassische, sag ich mal, Gladiatorengericht, kann man dann eben auch aus dem sogenannten Puls Gladiatorum bezeichnen. Das wissen wir aus der schriftlichen Überlieferung. Man hat dann auch natürlich noch archäologische und anthropologische Forschungen angestellt. Es gibt einen Gladiatorenfriedhof in Ephesos, das ist in der heutigen Türkei, war eine römische Provinzhauptstadt, und da hat man eben verschiedene Gladiatorenskelette gefunden. Wir haben einmal die anthropologische Forschung, hier oben habe ich es angegeben, und drunter eben dann noch archäologische Forschung, die eben Knochenmineralien untersucht haben, um herauszufinden, was die genau gegessen haben. Die Ergebnisse des Ganzen, also man hat da verschiedene Skelette gefunden, die, man konnte dann auch vergleichen zwischen der Normalbevölkerung und den Gladiatoren von dem Gladiatorenfriedhof. Die Gladiatoren waren ungefähr 1,68 groß, ähnlich gleiche Größe wie auch die Normalbevölkerung, hatten eine sehr gute, einen sehr guten körperlichen Zustand wohl gehabt, soweit man das von den Knochen nachweisen kann, vergleichbar zu modernen Spitzensportlern. Und was man dann eben gemacht hat, man hatte ja schon diesen Verdacht, okay, die haben viel pflanzliche Kost zu sich genommen, man hat dann Strontium, das Spurenelement in den Knochen untersucht, also in welcher Konzentration das auftritt. Das, weil es dem Calcium recht ähnlich ist, wird es in den Knochen eingelagert und man kann dann anhand der Werte feststellen, also wie die Ernährung ungefähr ausgesehen haben mag. Herbivore, Pflanzenfresser sozusagen, haben eine hohe Strontiumkonzentration, Carnivore, Fleischfresser, eine eher niedrige Strontiumkonzentration in den Knochen. Die der Gladiatoren war wahnsinnig hoch, ja. Man konnte dann auch feststellen, dass die auf jeden Fall Gerste, Hirse, aber auch Weizen zu sich genommen haben. Und was ganz erstaunlich ist, also diese Strontiumkonzentration war doppelt so hoch wie bei den Zeitgenossen. Eine außergewöhnlich hohe Differenz, das lässt man, führt man wahrscheinlich darauf zurück, dass die eben auch, das wissen wir wieder aus der schriftlichen Überlieferung, einen Aschetrunk zu sich genommen haben. Klingt jetzt nicht sehr appetitlich, war es wahrscheinlich auch nicht. Also Zeder, Pappel zum Beispiel, hat man dann die Asche mit Wasser gemischt und vielleicht auch ein bisschen Kräutern, um Calcium zuzuführen, ja, weil diese Kampfbelastung natürlich die Knochen unter einer sehr starken Belastung auch standen. Ja, und dann was ich am spannendsten finde,
Experimentelle Archäologie, in diesem Fall experimentelle Archäologie, probiert aus. Das sind dann Leute, die laufen Legionärsrüstungen über die Alpen, um nachzufinden, nachzuforschen, wie das war unter praktischen Umständen, wie sowas funktioniert hat. In dem Fall war das ein Experiment der Uni Regensburg im Jahr 2010, Institut für Sportwissenschaft, Institut für Geschichte haben sich zusammengetan, haben dann in Carnuntum, also in ehemaliger Römerstadt in Niederösterreich, im Jahr 2010 da dieses Experiment durchgeführt. Ich habe hier den Projektleiter zitiert, Josef Löffel. Gladiatoren waren Hochleistungssportler, die sich bewusst ernährten und ihre Körper gezielt für die Anforderungen der jeweiligen Kampftechnik trimmten. Und da haben wir das Ganze dann mal in der Praxis ausprobiert. Man hat dann 28 Studenten, über 5 Monate sollten die sich vorbereiten und dann 40 Tage lang waren die eben da vor Ort und haben dann trainiert wie Gladiatoren und sich eben auch so ernährt. Kurzer Tagesablauf, so ging das 40 Tage lang, 5.30 Uhr wecken, 2 Stunden körperliches Grundlagentraining, Mobilität, Kraft, Kraft, Ausdauer, Frühstück, Ruhepause, dann Training der Bewegungsgrundlagen, nochmal 2 Stunden Mittagessen, Ruhepause, dann nochmal 3 Stunden Kampftraining in voller Ausrüstung. Ja, also in dem Fall 7 Stunden, es waren immer so 6 bis 9 Stunden Training am Tag, die die Probanden da über sich ergehen lassen mussten, waren alles Studenten der Universität Regensburg. Also ein ziemlich hartes Programm, aber vergleichbar eben mit der Realität einer Gladiatorenschule in der Antike, wo man ja eben ein Jahr lang wirklich auch gedrillt wurde, um in der Arena zu kämpfen. Man muss dazu jetzt noch einwerfen, die Gladiatoren waren natürlich keine reinen Veganer im modernen Sinne. Das war quasi so diese Haupternährung, die die praktiziert haben, war rein pflanzlich. Es gab allerdings vereinzelt Milchprodukte und auch ab und zu Fleisch, aber nur eben an den römischen Feiertagen. Da durfte dann auch mal Wein in größeren Mengen getrunken werden, aber ansonsten eben diese strikte gladiatorische Sportdiät, sage ich jetzt mal. Lebensmittel, die man in diesem Experiment dann verwendet hat. Gerstenschrot, Bohnen, hatte ich schon erwähnt, Linsen, Brot, Kichererbsen, Zwiebeln, Knoblauch, Karotten, Gurken und so weiter und so fort. Alles Lebensmittel, die eben zu der damaligen Zeit auch verfügbar waren. Also jetzt nicht die Kartoffel, die kam ja erst später aus Amerika dann nach Europa. Tagsüber gab es eben nur Wasser, abends gab es auch mal ein bisschen Wein ins Wasser. Ob das so gut schmeckt, ist die Frage. An Regentagen auch mal so eine Art Tee oder so ein Sud. Und eben jeden zweiten Tag auch mal Eier oder Schafskäse. Aber überwiegend eben eine pflanzliche Ernährung, die praktiziert wurde. Und es gibt einen Blog, ich habe nachher den Link dann auch noch von dem Trainer, der die Gladiatoren trainiert hat, der dann berichtet, ja, wie die sich so entwickelt haben. Und er hat zum einen berichtet, ja, höhere Konzentration, Leistungsfähigkeit, sie waren deutlich wacher als davor, hatten eine geregelte Verdauung und wenig Muskelkater, haben sich sehr schnell regeneriert. Jetzt ist die Frage, okay, wir haben jetzt hier so einen, ja, sag ich mal, so eine recht karge Kost, also so ansprechend schaut es jetzt vielleicht nicht aus, das Tag und Nacht oder über 40 Tage nur zu essen, aber es hat wohl in diesem Experiment ganz gut funktioniert. Also, kurz gesagt, so diese typische Ernährung der Gladiatoren eben schon, immer Gerste, Bohnen, Olivenöl eben auch und dann eben ganz, ganz viel Gemüse. Ja, jetzt eben die Frage, war das denn jetzt nur Zufall, dass es bei diesem Experiment so gut funktioniert hat? Sicherlich liegt es natürlich auch daran, dass der Körper sich an diese harten Trainingsbelastungen auch dann gewöhnen muss und es dann einfach auch tut. Die Frage, die wir uns dann natürlich auch gestellt haben, was sagt jetzt die moderne Ernährungswissenschaft dazu? Und da wird der Steffen euch jetzt einiges dazu sagen. Ja, kurz vielleicht auch noch vorneweg zu mir. Ich arbeite ja hier bei Rapunzel auch in der Entwicklung. Das heißt, als Lebensmitteltechnologe setze ich mich eigentlich tagtäglich mit Lebensmitteln in irgendeiner Form voraus. Und mich haben Lebensmittel eigentlich schon von Kindesbeinen interessiert und geprägt. Und vielleicht auch so eine interessante Anekdote. Ich selber bin Metzgersohn, bin mehr oder weniger mit 3, 4 Fleischmahlzeiten am Tag groß geworden, wenn man so will. Und tatsächlich, ich habe dann einen anderen Zugang zu Lebensmitteln auch gefunden und kann auch auf Basis meiner eigenen Erfahrung sagen, warum es Sinn macht, sich so zu ernähren. Ich zeige euch jetzt ganz kurz die Basics, die so allgemein im Sport gelten, auch im Vergleich zum Ist-Zustand mit der Zivilisationskost. Also wenn man sich das vielleicht mal so kurz ansieht, links
Ist-Zustand, Zivilisationskost. In der Mitte habt ihr dann den Soll-Zustand, wie es in einer gesunden Ernährung aussehen soll. Und dann rechts den Idealzustand in der Sporternährung. Und ihr seht jetzt zwischen Soll-Zustand, gesunde Ernährung und Idealzustand in der Sporternährung, auch Hochleistungssporternährung, sind die Unterschiede so groß nicht mehr. Ich beleuchte hier vor allem die sogenannten Makronährstoffe. Ich rede da nachher immer von Makros. Das sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Man sieht jetzt links in der Zivilisationskost, dass die Kohlenhydrate etwa so ein Drittel ausmachen, dass die Fette bis fast zur Hälfte ausmachen an den Gesamtkalorien, die wir aufnehmen, und das Eiweiß ja so 12-14% gerade ausmachen. Und interessant ist auch der Umstand, Alkohol, dass der tatsächlich, zumindest auf die Gesamtbevölkerung bezogen, 8-10% der Gesamtenergie ausmacht, die wir täglich aufnehmen. Demgegenüber die gesunde Ernährung ist schon mal eine deutliche Verschiebung erkennbar. Und das Interessante ist, die deutliche Verschiebung, die findet vor allem in Richtung der Kohlenhydrate statt. Die Fette werden dabei doch auch recht deutlich reduziert und der Eiweißanteil bleibt in etwa erhalten bis steigt leicht an. Und wenn man dann den Idealzustand für eine leistungsgerechte Sporternährung ansieht, da ist der Kohlenhydratanteil noch ein bisschen höher, die Fette vielleicht noch ein bisschen reduzierter und der Eiweißanteil, interessanterweise, er bleibt weitestgehend auch gleich. Ja wie? Ich brauche doch Eiweiß, um Muskeln aufzubauen. Ja auch, aber viele verwechseln, dass Eiweiß mehr oder weniger das Sekundärprodukt ist. Tatsächlich für den Muskelaufbau wesentlich entscheidender und auch für die Ausdauerleistung wesentlich entscheidender sind die Kohlenhydrate. Das liegt an zweierlei Dingen. Zum einen, wenn ihr sportliche Leistung abrufen müsst. Im Kraftsport ist es so, ihr habt relativ kurze, intensive Sätze. Die sind so kurz und so intensiv, dass der Körper in dieser Zeit nicht in der Lage ist, Fette zu verbrennen. Er braucht die Energie so schnell. Das heißt, was macht er, um so schnell Energie freizusetzen? Er vergärt die Glucose, die in Form von Muskelglykogen eingelagert ist, zu Milchsäure. Das nennt man anaerobe Glykolyse. Damit ist er in der Lage, sehr, sehr schnell Energie freizusetzen. Und das schafft er nicht aus Fetten und schon gar nicht aus Eiweiß. Es ist auch interessanterweise so, wenn dieses Muskelglykogen aufgebraucht ist, dann fängt der Körper an, Muskeleiweiß aufzulösen. Warum? Weil er aus dem Muskeleiweiß in der Lage ist, wieder Zuckerstoffe zu bilden, weil unser Gehirn ein Organ ist, das komplett nur auf Glucose läuft. Und das Gehirn ist darauf angewiesen, innerhalb gewisser Grenzen immer einen Blutzuckerspiegel zu haben, sonst kann es tatsächlich Schäden nehmen. Und wenn der Körper dann anfängt, Muskeleiweiß aufzulösen, ich habe das selber auch einmal erfahren in meiner Low-Carb-Phase, die ich gemacht habe, das ist dann sehr blutig, wenn man sich dann wieder auf die Waage stellt und dann feststellt, ich habe eigentlich alles, was ich mir das letzte Jahr hart antrainiert habe, eigentlich in 3 Monaten völlig verdampft. Klar, meine Fettmasse ist geringer geworden, aber auch die Muskelmasse hat deutlich abgenommen. Und das ist dann immer schade, wenn man so viel Kraft investiert, dann ein Konzept glaubt, das natürlich ausprobiert, was sehr gut ist, aber dann feststellt, ja, eigentlich, es hält ja überhaupt nicht die Versprechen. Da sehen wir jetzt den Einfluss, den die Kohlenhydrate auf unsere direkte Leistung haben. Auch im Ausdauersport ist es so. Nur der Ausdauersportler, dadurch, dass er nicht so intensive Sätze auf einmal ableisten muss, der ist meistens eher im aeroben Bereich unterwegs. Das bedeutet, er kann sehr viel Sauerstoff mit einsetzen. Und wenn er viel Sauerstoff zur Verfügung hat, dann wird er vornehmlich Fette oxidieren. Um dann aber im Ausdauerwettkampf, wenn es dann in die Schlussphase oder so geht, dann nochmal so richtig zum Endspurt überzusetzen, das schafft er nicht mehr aus Fetten. Da braucht er dann wieder Muskelglykogen und da kommen dann wieder die Kohlenhydrate ins Spiel. Im Hochleistungssport ist es so, da wird ein Carb-Loading vorher gemacht und da geht es wirklich um jedes verdammte Gramm Muskelglykogen, das ich irgendwie in den Körper bekomme, um auch nur annähernd einen weiteren Vorteil vor meinem Wettbewerber zu haben. Das sind dann teilweise wirklich sehr krasse Ernährungsregime, die dann in der Vorwettkampfphase auch fahren müssen. Ja, und
Es gibt auch zum Eiweißkonsum, jetzt vor allem für diejenigen, die sich für Kraftsport interessieren, aber auch für die Ausdauersportler eine ernährungswissenschaftliche Empfehlung. Die ist bei 1,2 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Ich denke, das lässt sich in der Regel relativ schnell überschlagen und man wird feststellen, ja, so viel ist es gar nicht. Und es ist so, es gilt eigentlich für beide Sportarten das Gleiche, sowohl für die Ausdauersportart wie auch für den Kraftsport. Beim Kraftsport ist es nur so, dass man sagt, also das ist jetzt, man kann es jetzt auch nicht konkret an dieser oder jener Studie nachweisen, es sind schon auch eher Erfahrungswerte. Im Kraftsport dann beim Eiweißanteil eher an der oberen Grenze, also 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, vielleicht auch etwas mehr. Bei den Ausdauersportarten eher dann im unteren 1,2, aber auch da ist mehr Eiweiß wichtig. Warum? Weil Ausdauersportler unglaublich viel Kalorien umsetzen können, gerade wenn sie viel laufen. Und das verschleißt auch Muskeln und alles. Da muss dann einfach auch wieder mehr zugeführt werden. Klar, bei den Ausdauersportarten dann vielleicht noch ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Ja, ich gehe jetzt dann in die Ernährungstabellen. Also das darf euch jetzt nicht erschrecken. Ich habe dafür Chronometer verwendet. Das ist mehr oder weniger eine Online-Anwendung einer professionellen Ernährungssoftware, mit der man sich in der Sportmahlzeit, also im Sport seine Mahlzeiten zusammenstellen kann. Es ist eine freie Software, das ist der Grund, warum ich sie verwendet habe. Kostenpflichtig ist sie, wenn man die professionelle Version will, wenn man jetzt wirklich auch Klienten hat, denen man dann ganz konkrete Vorschläge an die Hand geben will oder sie halt überwachen möchte, wie ist ihre Kalorienaufnahme. Ja, ich habe die pflanzliche Sporternährung verglichen mit dem Ist-Zustand unserer heutigen Zivilisationskost. Also ich habe einen Vergleich gemacht zwischen Zivilisationskost und dem Idealzustand Sporternährung auf Basis einer modernen Variante des Puls Gladiatorum. Eine moderne Variante, ich meine, wir haben ja heute viel, viel mehr Lebensmittel zur Auswahl als die Gladiatoren zu ihrer Zeit. Das Interessante nur ist, wir ernähren uns eigentlich so schlecht wie nie zuvor, obwohl wir so viel zur Auswahl haben, wie wir noch nie hatten. Und das möchte dieses Puls Gladiatorum eben auch darstellen, wie vielseitig oder wie viele Lebensmittel im Verbund sehr sinnvoll wirken können. Ich habe dazu die Mahlzeiten isokalorisch verglichen. Was bedeutet isokalorisch? Ich habe ungefähr eine typische Athletenportion zusammengestellt, eines Mittagsmahles. Das sind 1200 Kalorien. Sowohl die Zivilisationskost habe ich auf 1200 Kalorien genormt, wie auch das Puls Gladiatorum auf 1200 Kalorien, dass man einfach das mehr oder weniger als den Nullpunkt oder als die Basis ansieht. Und 1200 Kalorien, ich selber, wenn ich zum Mittagessen 1200 Kalorien zu mir nehme, bin ich gerade so satt. Also da könnte schon noch ein bisschen was mehr gehen, so dass ihr ungefähr wisst, was 1200 Kalorien sind. Und hier ganz kurz zum Chronometer. Ich will euch jetzt nicht mit Tabellen langweilen, aber dass ihr das einfach mal kurz gesehen habt. Ihr gebt euer Geburtsdatum ein, ihr gebt eure Größe ein, ihr gebt euer Gewicht ein. Daraus berechnet das Programm den Body Mass Index. Das wäre jetzt hier sogar Übergewicht. Ein Kraftsportler will genau das. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich irgendwie übergewichtig bin, aber natürlich durch eine bessere Verteilung von Muskelmasse und auch weniger Körperfett wächst der BMI automatisch. Also der BMI gilt tatsächlich jetzt eher weniger für Sportler. Bei Ausdauersportlern kann es sogar passieren, dass er eher dann ins Untergewichtige reinrutscht. Also der BMI ist tatsächlich für die normalen Bevölkerung eher zu verwenden wie dann für einen Sportler. Kurzer Exkurs, die Software berechnet euch auch so den Grundumsatz, was da natürlich nicht berücksichtigt wird, wenn ihr schon trainiert seid und über mehr Muskeln verfügt, dann steigt der Grundumsatz. Das heißt, ohne auch nur, dass ihr euch nur ein bisschen bewegt, setzt ihr mehr Kalorien um, weil Muskeln teuer sind und die brauchen konstant immer mehr Energie. Mein Grundumsatz, der ist jetzt etwas höher als diese 1800 Kalorien. Der ist gemessen nach Körperwiderstandsmessung bei etwas über 2000 Kalorien. Also ich muss am Tag 200 Kalorien mehr zu mir führen, um meinen Grundumsatz zu decken.
Für mich Vorteil, ich kann mehr essen, weil mir macht Essen Spaß. Ich muss es natürlich auch täglich in meinem Job tun. Also das hilft. Und natürlich kommen da noch so Faktoren mit rein, wie dass ich halt in vorwiegend sitzender Tätigkeit arbeite. Und dann kommen halt noch einmal geringfügig 360 Kalorien drauf. So viel dazu. Dann kann man sich noch die Makronährstoffe zusammenstellen. Hier links Eiweißanteil, hier in der Mitte Kohlenhydratanteil und hier dann den Fettanteil. Und dann sieht man immer an den Menüs, bin ich jetzt im Zielbereich, brauche ich noch etwas? Ich als Lebensmitteltechnologe, ich kann das tatsächlich fast im Schlaf machen. Es hat mir aber trotzdem geholfen, überhaupt mal so eine Einschätzung zu entwickeln und zu erleben, wie viel von was in welchem Lebensmittel steckt. Und das ist auch das Tolle an Chronometer. Sie greifen auf Behördendaten zurück, wenn es um die Nährwerte geht. Hier in Deutschland haben wir den sogenannten Bundeslebensmittelschlüssel, der für viele Lebensmittel die komplette Nährwertzusammensetzung mit Mineralstoffen, Vitaminen und alles ausgibt, wo bestimmte Institute, die staatlich zugeordnet sind, diese Analysen durchgeführt haben. Also es sind hochglaubwürdige Quellen. Im Fall von Chronometer, es ist eine US-Software. Das bedeutet, sie greifen auf USDA-Daten zurück. Das ist das United States Department of Agriculture. Und man kann es als Pendant zum Bundeslebensmittelschlüssel sehen, weil das auch analysenbasiert ist. Ja, und so sieht es dann aus. Ihr habt hier den März 2018, den 14. März. Ich habe das also gestern noch ganz schnell einfach so blanko kopiert. Und hier seht ihr, wie viel ihr verbrennen dürft, wie viel ihr insgesamt essen dürft. Und ja, so gehe ich dann jetzt durch den Vortrag, dass ihr das kurz verstanden habt. Hier nun der Vergleich der sogenannten Makros zwischen Zivilisationskost und pflanzlicher Sporternährung. Zivilisationskost, ich habe wir haben uns für ein Beispiel entschieden, das eigentlich sehr typisch Zivilisationskost darstellt. Currywurst mit Pommes. Ich denke, die meisten werden es kennen. Klar, man kann das natürlich auch gesünder machen, aber wir wollten einfach mal so die Pole aufspannen zwischen Puls Gladiatorum, einer modernen Version, und zwischen dem Ist-Zustand. Und das Interessante für mich war auch, als ich das auch zusammengestellt habe, ich habe das dann nicht nur als Mittagsmahl gemacht, ich habe mit der Software dann auch noch Frühstück und Abendessen dazu gemacht. Das Interessante ist, dass ihr dann damit wirklich, wenn ihr Currywurst mit Pommes und dann vielleicht noch Marmeladenbrötchen am Morgen mit Ei und Nutella und ein Karma dazu, am Abend noch ein Salami-Baguette, ihr kommt wirklich ganz genau da raus. Das war wirklich erstaunlich für mich zu sehen, dass man wirklich in diesen Bereich kommt, den auch so die epidemiologischen Daten über die Allgemeinbevölkerung herausgefunden haben. Ja, jetzt das Beispiel Currywurst mit Pommes. Ganz lustig fand ich, dass die amerikanische Software auch das Wort Bockwurst kannte. Bockwurst, das ist die Currywurst. Es wird klassischerweise immer die Bockwurst verwendet im Deutschen. Dazu habe ich gerechnet, eine typische Restaurantportion von French Fries, das sind Pommes frites und Ketchup und Currypulver als sozusagen die Soße, in der dann die Currywurst schwimmt. Jetzt seht ihr halt hier die Makros aufgebrochen nach Protein, nach Kohlenhydrat und nach Fettanteil. Natürlich, bam, hier ein großer Fettbalken. Frage ans Publikum, woher kommt das Fett? Sind das die Pommes frites oder ist das die Bockwurst? Das war so unklar, ich würde sagen 50-50. So viel ist die Bockwurst. Also wer glaubt, dass die Pommes wirklich die größten Kalorienbringer sind, der täuscht. Woran liegt das? Naja, zum einen, es sind 170 Gramm Bockwurst. Das ist eine Bockwurst. Ich muss sagen, ich habe mir früher immer gerne zwei Bockwürste auf den Teller gelegt, weil dann war ich satt. Und naja, mit entsprechendem Effekt. Und natürlich, die Pommes frites, die bringen auch einen gewissen Fettanteil, aber der Anteil der Bockwurst ist deswegen so hoch, weil es sich um ein sogenanntes Fleischbrätprodukt handelt. Das bedeutet, dass Schwartenmassen zum Einsatz kommen,
die natürlich mit Fleischeiweiß sehr fein vermahlen werden. Man braucht dann auch Phosphate dazu, die zu einer gewissen Emulsion aus dem Muskeleiweiß, dem Wasser und dem Fett führen. Und das sorgt dann dafür, dass man in diesem Fleischbret überhaupt kein Fett mehr sieht. Das ist das Gleiche mit Leberkäse, das ist das Gleiche mit Weißwurst und Hackfleisch mag jetzt da mag man das Fett noch sehen, aber da ist es relativ ähnlich, dass man bei gemischtem Hackfleisch oder Schweinehack einen sehr, sehr hohen Fettanteil hat. Und ja, ein weiteres Beispiel, auch dieses Dönerfleisch ist ganz häufig dieses Fleischbret. Und interessant für mich war dann auch, wenn man das jetzt so nach dem Makros aufgebrochen sieht, man denkt sich, ja, Wurstmann, da ist voll Eiweiß drin. Aber tatsächlich, wenn man sich die Kalorienverteilung ansieht, 52% der Gesamtkalorien dieser Mahlzeit gehen nur auf Fett zurück, 38% gehen auf die Kohlenhydrate und nur 10% sind tatsächlich Protein. Das fand ich bei der Zusammenstellung eigentlich selber überraschend. Ich als Lebensmitteltechnologe hätte da eigentlich auch bei der Bockwurst mehr erwartet und war dann überrascht, dass es nicht so ist. Hier die Bockwurst, noch mit einer extra Portion Mayo. Was das dann natürlich am Fettanteil macht, das brauche ich jetzt nicht mehr zu sagen. Und jetzt kommt die moderne Variante des Puls Gladiatorum. Was habe ich dazu gemacht? Einmal die Basis. Ich habe Linsen genommen und ich habe Gerste. Klar, es ist, man kann Gerstengraupen kaufen, aber das Einfachste, das was am schnellsten geht, ist einfach Vollkornpasta. Linsen sind eine super Einsteigernahrung, sie sind super schnell zubereitet, sie sind schnell gekocht, sie machen keine Probleme, man muss sie nicht ewig lange vorher über Nacht einweichen und Vollkornpasta ist ubiquitär überall vorhanden und sie kocht sich ebenso schnell. Und Vollkorn hat natürlich auch den Sinn, da ist die ganze Pflanze drin, da steckt der Keimling drin, da stecken die äußeren Schichten. In den äußeren Schichten, die steckt immer voller Phytonährstoffe deswegen, weil sich diese äußeren Schichten, die bilden die Grenze zum Inneren. Und die Pflanze muss sich verteidigen gegen unglaublich viele Mikroben, die auf sie einwirken, gegen widrige Bedingungen. Der Keimling, da steckt natürlich die ganze Anlage, dass später eine Pflanze daraus erwachsen kann, viel Lebenskraft im sprichwörtlichen Sinne. Daher ist natürlich Vollkorn immer vollwertiger. Und diese 275 Gramm Linsen und 230 Gramm Vollkornpasta, das hört sich jetzt ein bisschen sperrig an, das sind aber jeweils 100 Gramm Einsatzmaterial, also ein bisschen über 100 Gramm trockene Linsen sind das und etwa 100 Gramm trockene Vollkornpasta, das ist gar nicht mal viel. Und was habe ich dazu gemacht? Das, was die Gladiatoren im Prinzip früher auch hatten, viel Grünzeug dazu. Ich habe einen ganz normalen Kopfsalat genommen, so eine typische Größe, wenn man ein paar Blätter auseinanderzupft, 85 Gramm, frisch gehackte Petersilie, etwas Feldsalat, so ein Handteller voll Sonnenblumenkerne, 10 Gramm, das ist auch nicht viel, einen knappen Esslöffel Leinöl, Paprika und in die Linsen habe ich dann etwas Nori-Flocken getan, das sind Algenflocken. Ich komme noch darauf zu sprechen, warum die Sinn machen und warum die vielleicht ganz sinnvoll sind. Und zum Würzen von den Linsen habe ich Tamari-Soße verwendet. Das ist so etwas wie Sojasoße, die nur länger gereift und fermentiert ist. Die schmeckt halt einfach stärker und besser. Dazu gab es als Topping eine Bechamel-Soße, in die ich einfach Champignons und etwas Brokkoli gekocht habe. 120 Gramm Champignons, das sind etwa zwei Tassen, Viertel Champignons und 150 Gramm frischer Brokkoli, das ist wirklich das, was ihr so mit den zwei Händen halten könnt. Also auch keine allzu große Portion. Für diese Bechamel, was habe ich da gemacht? Ich habe etwa zwei Tassen Wasser genommen, die mit dem Gemüse gekocht, das Gemüse kurz rausgenommen, dann eine Mischung aus weißem Mandelmus und Mandelmehl genommen, dann halt noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu. Und das Ganze angerührt mit dem Schneebesen. Noch ein paar Tropfen Zitrone dazu, weil das dann eine wirklich feine Creme wird, die ihr dann super über die Pilze gießen könnt und perfekt ist es dann mit Muskat dazu. Natürlich im Salat waren da noch Balsamico-Essig und etwas Orangensaft, dass der halt etwas süßer schmeckt. Und vielleicht haben einige von euch schon bis nach unten gespitzt. Tatsächlich, hier ist die Verteilung der Makronährstoffe und ihr seht,
auf meinen Bedarf gerechnet, habe ich meinen Proteinbedarf damit schon zu 63% gedeckt. Das ist natürlich eine Menge. Wer hätte das gedacht, dass Pflanzen so viel Protein liefern können? Natürlich, das war uns auch klar, sie haben mehr Kohlenhydrate, klar. Und im Vergleich zur Zivilisationskost, Bockwurst mit Pommes, obwohl ich hier jetzt mit Öl und mit Ölsaaten nicht unbedingt gespart habe, der Fettanteil ist bei weniger als der Hälfte. Und natürlich verteilt sich das dann auch im Calorie Breakdown. Vorneweg vielleicht noch der Proteinanteil von Getreide und Linsen. Das ist etwas über 55%, was ihr hier seht. Also es sind nicht nur Linsen und nicht nur die Getreide, die diesen hohen Proteinanteil bringen. Das ist auch eine interessante Erkenntnis. Nicht nur Fleisch und Milch liefert Proteine, alles liefert Proteine. Ihr findet eigentlich kein pflanzliches Lebensmittel, das proteinfrei ist. Es gibt natürlich welche, die haben besonders viele und es gibt welche, die haben halt weniger. Die, die natürlich besonders viel haben, das sind halt vor allem die Hülsenfrüchte und natürlich auch die Süßgräser, sprich die Getreide. Es wundert also nicht, dass die Menschen irgendwann angefangen haben, die Süßgräser in Kultur zu nehmen und damit sesshaft zu werden und dann anzufangen, Zivilisation zu werden. Also sprich, sie haben mit Städten angefangen, es fing an mit Verwaltungswesen, was die Städte gebraucht haben und dergleichen. Da kann vielleicht der Max dann auch noch mehr dazu erzählen. Jedenfalls, was in dem Kontext auch noch interessant ist, Getreide und Linsen. Warum Getreide und Linsen? Dieses Konzept gibt es so ähnlich auch aus Indien. Der eine oder andere von euch war vielleicht mal in Indien. Linsen und Reis. Oder von den Indianern oder Mexiko weiß man noch Bohnen und Mais. Warum ist das so? Warum haben die eigentlich in dieser Frühzeit diese Kombinationen gefunden, die durchaus auch dem ähneln, was die Gladiatoren gemacht haben? Das liegt daran, dass die Proteine zwischen Getreide und Hülsenfrüchten sich ideal ergänzen. Die Hülsenfrüchte haben einen Überschuss an Lysin, das ist eine essentielle Aminosäure, und die Getreide haben davon einen Mangel. Dafür haben Getreide mehr Methionin, wovon Hülsenfrüchte eher einen Mangel haben. Das nur ganz kurz, sie haben sich ideal ergänzt. Hier seht ihr jetzt noch die Aufteilung der Makronährstoffe. Also ihr habt 23% Fettkalorien, 57% Kohlenhydrat und interessanterweise 20% der Gesamtkalorien macht jetzt in diesem Beispiel die Proteine aus. Und so sieht jetzt die moderne Variante des Puls Gladiatorum aus. Ist jetzt vielleicht im Licht nicht ganz so gut zu sehen. Ich bin jetzt auch in Photoshop und so nicht geübt, das Bild habe ich gemacht. Ihr seht hier den Brokkoli, ihr seht hier die Champignons, dieses Weiße ist diese Mandelbechamel-Creme. Ihr seht hier so ein Nest aus Linsen und die Vollkornpasta. Wem die Linsen vielleicht noch zu viel Flüssigkeit bringen, ein kleiner Tipp. Nehmt 100 Gramm Tomatenmark, rührt das unter, nehmt noch ein, zwei Teelöffel braunes Mandelmus dazu, ein paar Gewürze, super, super lecker. Und ihr habt alle Feuchtigkeit abgebunden und noch einen extra Schuss Vitamine dazu getan. So, jetzt nochmal im Vergleich. Wir haben die Zivilisationskost, die pflanzliche Sporternährung. Wir sehen ganz klar oben die Currywurst mit einem sehr hohen Fettanteil. Wir sehen unten eine moderne Variante des Puls Gladiatorum mit überraschend viel Protein. Schauen wir uns das noch einmal im Vergleich an. Ich denke, der Unterschied dürfte den meisten direkt ins Auge springen. Wenn wir jetzt die Kohlenhydratbestandteile ansehen, interessanterweise, Kohlenhydrate als solche, der Unterschied zwischen Zivilisationskost und diesem Puls Gladiatorum ist jetzt vielleicht nicht so hoch, aber man sieht dann, wenn man etwas weiter runter geht, Ballaststoffe. Natürlich, die pflanzliche Sporternährung bringt viel mehr Ballaststoffe mit sich. Ballaststoffe ist leider ein etwas ungünstiger Name für eigentlich einen unglaublich wichtigen Nahrungsbestandteil, der in unserer modernen Zivilisation nur wichtiger wird, weil er hilft, viele Zivilisationserkrankungen zu vermeiden. Ballaststoffe halten über unseren Blutzucker über einen viel längeren Zeitraum stabil. Ballaststoffe sorgen dafür, dass
natürlich der Transit durch den Darm schneller erfolgt, weil ich muss ja mehr Volumen durchführen. Und dadurch, dass ich mehr Ballaststoffe drin habe, habe ich mehr Gerüstsubstanz für Darmbakterien. Die meisten von euch wissen, dass der Darm eine zentrale Rolle für die Gesundheit spielt. Und wir wissen auch, dass ein hoher Ballaststoffverzehr einhergeht mit einem deutlich reduzierten Risiko, an Dickdarmkrebs zu erkranken. Und natürlich in der Zivilisationskost, das Beispiel Currywurst mit Pommes mag vielleicht nicht gleich das Beste sein, aber auch alleine hier fällt auf, dass der Zuckeranteil größer ist als jetzt im Fall der pflanzlichen Sporternährung. Wenn wir uns das Lipidprofil, also die Fette, ansehen, ist natürlich klar, dass die Currywurst hier sehr viel davon mitbringt. Und da es sich bei der Currywurst vor allem um ein tierisches Fett handelt, gibt mir hier diese Software gleich mal hier bei den gesättigten Fetten, saturated, einen dicken roten Balken. Also ich bin mit 216% eigentlich mehr als dem Doppelten über der Tageszufuhr oder das, wo heutige moderne Ernährungsgesellschaften sagen, mehr sollte es nicht sein, weil damit das Risiko für bestimmte ernährungsassoziierte Erkrankungen wächst. Interessant ist, dass tatsächlich auch diese Mahlzeit Omega-3-Fettsäuren enthält. Der eine oder andere hat vielleicht von Omega-3-Fettsäuren gehört. Omega-3-Fettsäuren enthält diese Mahlzeit aber nur, wenn die Pommes frites in Rapsöl frittiert wurden. Also sprich, vielleicht gleich nur Pommes frites essen. Und Omega-3-Fettsäuren, warum spielen sie eine Rolle? Sie sind wichtig im Zusammenspiel mit den Omega-6-Fettsäuren. Beide haben eine sehr zentrale Rolle in unserem Stoffwechsel, im Aufbau von Gewebehormonen, die wirklich Entzündungsgeschehen, Immunsystem beide stark beeinflussen. Und sie werden in unsere Zellmembranen eingebaut. Ja, Fett ist in unseren Zellmembranen drin, in Form von sogenannten Phospholipiden. Also die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, das Fett davon, das bildet irgendwann die Trennschicht zwischen dem Zellinneren und dem Zelläußeren. Und je nachdem, welche Fette da eingelagert werden, je nachdem reagiert die Zelle auch auf ihre Umwelt. Und wenn zu wenig Omega-3-Fettsäuren aufgenommen werden, dann gibt es einfach dann ist die Zellmembran natürlich zu wenig fluid, zu wenig beweglich, weil das sind hoch ungesättigte Fettsäuren. Insofern kann damit wirklich auch die Zell-Zell-Kommunikation gestört werden. Also Fette haben auch darauf einen sehr wichtigen Einfluss. Und das ist so, was ihr jetzt hier natürlich auch seht, mit dieser Mahlzeit nehmt ihr immer auch, mit Zivilisationskost nehmt ihr meistens viel zu viel Omega-6-Fettsäuren auf. Das bedeutet, dass hier das Verhältnis zwischen beiden nicht ideal ist. Die Omega-6-Fettsäuren, die stehen, wenn man zu viel davon aufnimmt, eher im Zusammenhang mit chronischem Entzündungsgeschehen. Wohingegen die Omega-3-Fettsäuren das eher dämpfen und antientzündlich wirken und auch den Blutfluss verbessern. Sie wirken antithrombozytisch und dergleichen. Und die antientzündliche Wirkung, die hat vor allem für Leute, die sehr, sehr viel Sport machen, eine wichtige Bedeutung, um die Gelenke zu schonen, um die Sehnen zu schonen und um natürlich gut zu regenerieren. Ihr seht jetzt demgegenüber, das pflanzliche Mahl dank dem Leinöl hat das sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Ich habe eigentlich mit dieser Mahlzeit schon meinen Anteil fast vollständig gedeckt und ich habe hier auch ein sehr günstiges Verhältnis. Omega-3-Fettsäuren sind jetzt aber nicht nur im Lein enthalten. Ich finde sie, wie eben gesagt, auch im Rapsöl, ich finde sie in Walnüssen, ich finde sie in Chia. Aber tatsächlich, die Omega-6-Fettsäuren, die sind leichter zu decken, als das jetzt bei den Omega-3-Fettsäuren der Fall ist. Ja, jetzt ganz interessant, das war auch für mich spannend, der Vergleich der Proteinanteile und des sogenannten Aminosäureprofils zwischen Zivilisationskost und pflanzlicher Sporternährung. Aminosäuren sind die Stoffe, aus denen Eiweiß aufgebaut ist. Und es gibt sogenannte essentielle Aminosäuren. Das sind Aminosäuren, die kann euer Körper nicht herstellen, die muss er ständig mit der Nahrung zugeführt bekommen, weil er die eben nicht selber bilden kann und weil die als Strukturmaterial für Muskelaufbau, für Knochen, Sehnen verwendet werden, aber auch für Immunzellen und für Enzyme. Und das Interessante ist, ja, es heißt ja immer, pflanzliches Eiweiß, wie komme ich auf meinen Proteinanteil, ist da überhaupt genug
essentielles Eiweiß drin oder gutes Eiweiß. Und siehe da, die moderne Variante vom Puls Gladiatorum, die liefert mir eigentlich bei allen essentiellen Aminosäuren mehr als die volle Bedarfsdeckung. Das ist doch eine spannende Erkenntnis, weil das eigentlich einen Mythos widerlegt, dass nur in Fleisch oder in Milchprodukten besonders viel gutes Protein steckt. Warum funktioniert das so? Gehen wir kurz zurück. Ihr seht hier wirklich ganz, ganz viele Pflanzen, die miteinander kombiniert werden. Und das ist der Trick dabei. Es ist nicht nur ein Lebensmittel, das konsumiert wird. Ihr habt die Tabelle gesehen bei Currywurst mit Pommes. Das ist auch symptomatisch für Zivilisationskost. Es ist eigentlich eine sehr schmale Auswahl an Lebensmitteln. Hier habt ihr viele Pflanzen miteinander kombiniert und ihr seht, wie breit die Auswahl wird. Sie hätte noch breiter werden können. Ich habe nur irgendwann festgestellt, naja, wie willst du das jetzt alles auf eine PowerPoint-Folie bekommen? Okay, mache ich jetzt mal hier einen Cut und erzähle dann zum Tomatenmark und dergleichen noch so nebenbei was dazu. So. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt eine Currywurst mehr drauflege, dann komme ich hier auch aufs Doppelte, dann sieht es hier auch schon wieder besser aus. Nur was passiert? Frage ans Publikum, wenn ich jetzt eine zweite Currywurst esse. Ganz genau. Ganz genau. Das ist das Problem und das führt natürlich auf die Jahre gesehen, nicht wenn ihr das einmal macht oder wenn ihr das ab und zu macht, aber wenn ihr das oft so macht, in dieser Zusammensetzung über die Jahre gesehen, führt es zu den Folgen, die man heute als typisch westliche ernährungsassoziierte Erkrankungen sieht. Das ist ein zu hoher Blutdruck, das ist Arteriosklerose, das ist Diabetes Typ 2 und das sind alles Faktoren, an denen wir eigentlich selber leiden. Ich meine, habt ihr das mal mitbekommen, ein Diabetiker, wie der eigentlich leidet? Er muss sich ständig Insulin spritzen, muss ständig auf sein Essen aufpassen. Auch Bluthochdruck ist wirklich kein Spaß. Ich sehe es an meinem Vater, der da einfach große Probleme hat. Ich sehe es auch bei mir im männlichen Anteil in der Familie. Wir alle haben die erblichen Anlagen in uns Männern, dass wir zu Bluthochdruck neigen. Ich habe tatsächlich auch schon mit um die 20 einen Blutdruck von 160 zu 120 gerne gehabt. Also ich war prädestiniert ein Kandidat für Bluthochdruck und ich bin jetzt 120 zu 80. Das ist ideal und das konstant. Und üblicherweise ist es so, je älter wir Männer werden, vor allem wir Männer neigen zu Bluthochdruck. Und das ist ein heimlicher Killer. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Das ist nicht Krebs, das sind nicht Verkehrsunfälle, das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die in der Folge zu Herzinfarkt führen, die in der Folge zu Schlaganfällen führen. Wenn man die überlebt und Glück hat, kann man glücklich weiterleben. Wenn ein bisschen zu spät die medizinische Hilfe einsetzt, man aber trotzdem noch gerettet wird, hat man meistens irgendeine Form von Lähmung oder ein Teil des Herzgewebes ist abgestorben und man braucht Herzschrittmacher. Und ich finde diese Perspektiven, über die sollte man zumindest einmal nachdenken. Und tatsächlich ist die pflanzliche Ernährung wie kaum eine andere in der Lage, das ist sowohl in epidemiologischen Studien gezeigt worden, wie auch in Interventionsstudien, all diese ernährungsbedingten Risikofaktoren oder diese sogenannten Inflammasome, die mit diesem Entzündungsgeschehen einhergehen, das Bluthochdruck auslöst, für diese Herz-Kreislauf-Erkrankung steht, dass Pflanzen in der Lage sind, die zu reduzieren. Wir kriegen vielleicht einen Vorgeschmack darauf, wenn wir uns das Vitaminprofil ansehen. Ich meine, es ist vielleicht für den einen oder anderen überraschend, dass jetzt Currywurst mit Pommes sogar noch Vitamine hat. Ja klar, sonst könnte man das auch nicht jahrelang machen und würde eigentlich ganz gut leben können. Wenn man jetzt aber vergleicht, die gleiche Kalorienmenge, die ich zu mir genommen habe, in Form von Pflanzen, sie deckt die Vitamine, sie überdeckt sie sogar in vielen Bereichen. Das heißt ja immer, B-Vitamine gibt es nur in Fleisch. Wir sehen, dass Pflanzen sogar noch viel mehr davon bringen können. Eine Ausnahme gibt es, das ist hier das Vitamin B12, da komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Wenn ihr aber seht, Vitamin B1, Vitamin B2, B3, das Niacin,
Ihr seid überall schon von einer einzigen Mahlzeit im über 100% Bereich. Und was auch auffällt, Vitamin C und Vitamin E, ihr habt mit dieser einen Mahlzeit schon bei Vitamin E euren Tagesbedarf gedeckt und bei Vitamin C seid ihr bei 400% Bedarfsdeckung. Vitamin C und Vitamin E sind wichtige Antioxidantien für uns. Viele Ernährungswissenschaftler glauben heute, dass alle ernährungsassoziierten Erkrankungen und auch Krebs die Ursache in der Entstehung entzündliche Prozesse hat, die entzündlich sind, weil freie Radikale gebildet werden. Und Vitamin C und Vitamin E sind bekannte Antioxidantien. Und tatsächlich mit der Zivilisationskost, die meisten schaffen es nicht, ihren Vitamin C-Bedarf zu decken und auf ihren Vitamin E-Bedarf zu kommen. Jetzt haben wir hier einen roten Balken bei Vitamin A. Muss uns das Angst machen? Nein, weil in Pflanzen Vitamin A in der sogenannten Vorstufe vorhanden ist, Carotin. Der Körper kann dieses Carotin, vor allem das Beta-Carotin, spalten und daraus selber Vitamin A machen. Er macht daraus nur so viel, wie er selber braucht, weil Vitamin A nämlich ein fettlösliches Vitamin ist und das kann man tatsächlich auch überdosieren. Das spielt natürlich, wie die meisten wissen, eine Rolle im Sehprozess und auch für unser Immunsystem. Und das Tolle ist, die Beta-Carotine, die liefern nicht nur die Vorstufe davon, die sind in diesem Verbund mit Vitamin C und Vitamin E weitere wichtige Antioxidantien. Das heißt, sie haben die Kapazität, freie Radikale in unserem Körper abzupuffern und einfach Oxidationsgeschehen in unserem Körper runter zu reduzieren. Interessanterweise schaffen sie das sehr effektiv auch unter der Haut als Schutzschirm gegen UV-Strahlen. Und das ist eigentlich auch schon länger bekannt, wenn man zum Beispiel viel Beta-Carotin zu sich nimmt, man wird schneller braun unter Sonneneinstrahlung. Also sie helfen der Haut gegen das radikalbildende UV-Licht der Sonne. Jetzt sind wir aber auch bei einem weiteren Aspekt, UV-Licht, Sonne, Vitamin D. Das bekommt ihr nur aus wenigen Lebensmitteln heraus. Ihr findet es vielleicht in fettem Fisch in höheren Anteilen. Wenig davon haben Eier, Käse. Wenig davon. Es würde nicht ausreichen, um euren täglichen Bedarf zu decken. Ihr müsstet wirklich an die Sonne gehen. Und das bisschen Vitamin D, was hier jetzt in der Pflanzenkost dabei ist, das reicht natürlich auch nicht aus. Es kommt aus den Pilzen, es käme noch aus Avocados. Aber viele pflanzliche Quellen, um das abzudecken, gibt es auch nicht. Es sei denn, ihr fangt an, Austernpilze zu schnippeln, die an die Sonne zu legen, zu trocknen und dann zu essen, weil durch die UV-Einstrahlung auch aus dem Pilz dann aus einer Vorform dieses Vitamin D entsteht. Aber ist alles ein bisschen mühselig, wenn ihr halt 8 Stunden am Tag arbeiten müsst. Von dem her, Sonneneinstrahlung, der Max als Ausdauersportler, der dann vielleicht mehr draußen ist oder vielleicht jetzt auch wieder mehr drin, wer weiß. Also sprich, die Ausdauersportler haben es da vielleicht ein bisschen besser. Und wir Kraftsportler, die dann halt mehr im Training drin sind, in den Hallen stehen, wir sollten dann schon auch schauen, dass wir das gegebenenfalls supplementieren. Jetzt haben wir hier noch ein sehr interessantes Vitamin und das ist das Vitamin K. Das habt ihr natürlich hier in dem Bereich auch komplett abgedeckt und hier bei den Pflanzen 550% Bedarfsdeckung. Ja, wozu brauche ich Vitamin K? Diese Bedarfsdeckung basiert auf alten Ernährungsempfehlungen. Vitamin K spielt eine Rolle in der Blutgerinnung. Man weiß aber jetzt über die Jahre der Forschung, dass Vitamin K viel, viel mehr kann. Man hat festgestellt, dass es die Osteoblasten, die knochenbildenden Zellen in unseren Knochen, anregt, Kalzium einzulagern und Knochenmasse aufzubauen. Das schafft man aber nicht, indem man gerade so etwas den Tagesbedarf deckt, sondern man braucht viel höhere Dosen, um diese knochenbildenden Zellen anzuregen. Und diese viel höheren Dosen, die braucht man auch, um Enzyme, um Genabschnitte freizulegen, die dann wiederum Enzyme kodieren, also sprich aus denen dann Enzyme gebastelt werden, die unser Zellwachstum regulieren. Wo spielen Zellwachstumsregulationsprozesse eine Rolle in der Krebsentstehung? Und zumindest im Reagenzglas konnte man schon zeigen, dass unter Vitamin K-Einfluss diese Wachstumsregulatoren in der Lage sind, eine gewisse Expression an Tumorpromotoren runterzufahren. Allerdings in vitro, im Reagenzglas, also von dem her, man muss immer ein bisschen aufpassen, das dann gleich auf Menschen zu beziehen.
Auf jeden Fall Vitamin K kommt in Pflanzen in Phylloquinon vor. Es gibt noch ein Vitamin K2. Und wie es so oft ist das die physiologische Form, die etwas stärker wirkt. Die baut sich unser Körper selber. Man hat mittlerweile in Säugetieren auch eine Form gefunden, also einen Enzymkomplex, der das selber bauen kann. Und interessanterweise auch unsere Darmbakterien bilden viel davon. Das heißt, wenn wir einen gesunden Darm haben, sind unsere Darmbakterien in der Lage, das auch zu bilden. Ich komme noch auf den Vergleich der Mineralstoffe und Spurenelemente. Und da fällt auf, warum vielleicht eine moderne pflanzliche Sporternährung, eine moderne Variante des Puls Gladiatorum, sehr basisch ist. Wir sehen, dass mit einer einzigen Mahlzeit viele Mineralstoffe komplett gedeckt sind, ja überdeckt. Vor allem, es heißt ja immer ganz gerne, Eisen, das kriege ich doch irgendwie nur in Fleisch. Und was ist mit Zink? Wir sind hier beim Eisen bei 295% Bedarfsdeckung. Das heißt, ich habe fast das Dreifache des Eisenanteils aufgenommen, den ich eigentlich über die Ernährung bräuchte. Bei Zink habe ich durch diese Mahlzeit schon 100% aufgenommen. Ja, da muss man der Fairness halber dazu sagen, das Eisen, das im Fleisch ist, wird vom Körper besser verwertet. Aber das pflanzliche Eisen wird genauso gut aufgenommen, wenn ihr Vitamin C dazu habt. Ihr habt vorhin gesehen, ihr habt 400% Bedarfsdeckung Vitamin C. Also da ist genug Vitamin C drin, dass ihr das Eisen gut aufnehmen könnt. Was ist mit Zink und Calcium? Es heißt ja immer, ja, da ist Phytinsäure in Vollgetreide und Hülsenfrüchten. Zum einen, für die Interessierten von euch, ich habe hier etwas Ernährungsliteratur zusammengefasst, dargestellt, was es zum Stand von Phytin zu sagen gibt. Der eine oder andere kann sich da gerne etwas holen. Und Phytinsäure wird immer in Verbindung gebracht mit Mineralienräuber. Man weiß aber, dass es sehr viele positive Eigenschaften auf den Körper hat, das steht da drin. Und dass dadurch, dass ihr jetzt Vitamin C zu euch nehmt, dass ihr gleichzeitig viele Fruchtsäuren habt, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Orangen in diesem Salat mit einberechnet, dann habt ihr Zitronensäure. Wenn ihr den Balsamico-Essig nehmt, dann habt ihr Essigsäure. Das sind organische Säuren, Fruchtsäuren. Und die helfen dem Körper ganz bedeutend dabei, Zink gut aufzunehmen. Und Calcium, ich hätte selber nicht geglaubt, man kommt in dieser Mahlzeit schon auf 455 Milligramm Calcium. Also ich bin schon bei knapp 60% meines Tagesbedarfs. Jetzt heißt es ja auch, Phytat ist doch ein Calciumräuber. Ja, tatsächlich mag in Teilen stimmen, aber auch hier habe ich wichtige Kofaktoren dabei, die mir helfen, Calcium gut aufzunehmen. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass viel Vitamin K dabei ist, was die Calcium-Utilisation, also die Art und Weise, mit der der Körper mit unserem Calcium etwas anfangen kann, verbessert. Und durch die Sojasoße bekomme ich Soja-Isoflavone in der aktiven Form rein. Auch die verbessern die Calciumaufnahme, beziehungsweise helfen dem Körper, stabil, die Knochen stabiler zu halten. Das konnte man auch feststellen. Ich komme nachher auch nochmal auf die Isoflavone zu sprechen. Viele haben ja Angst, Schreckgespenst, Phytoöstrogene, weibliche Hormone und so. Ihr seht jetzt auch etwas Interessantes. Ihr habt hier viel mehr Kalium drin. Kalium ist vor allem in der Sporternährung ganz wichtig. Warum? Weil wenn ihr Muskelglykogen aufbaut, wenn ihr regeneriert nach einem harten Sporteinsatz, dann baut euer Körper wieder die Muskelglykogen-Depots auf, die wichtig für den nächsten Sporteinsatz sind. Und Muskelglykogen baut er nur auf unter Kaliumeinlagerung. Wenn ihr ein gut trainierter Athlet seid, dann habt ihr in euren Muskeln und mit dem Leberglykogen etwa 750 Gramm Muskelglykogen, mit dem zusammen bis zu 15 Gramm Kalium eingebaut werden. Und diese Mahlzeit liefert immerhin schon 3,6 Gramm Kalium, wohingegen Zivilisationskost bei knapp 2 Gramm Kalium ist. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, warum viele Sportler berichten, wenn sie auf vegan wechseln, dass sie einfach schneller regenerieren können, dass sie schneller wieder fit sind. Es kann sein, dass diese ganzen Kofaktoren eben dazu führen, unter anderem auch Kalium vielleicht als Marker, dass meine Speicher schneller wieder voll werden, dass das zelluläre Geschehen schneller wieder im optimalen Bereich ist, dass ich den nächsten Wettkampfeinsatz habe. Und auch symptomatisch für Zivilisationskost,
Ich habe jetzt hier 3 Gramm Natrium aufgenommen. Wenn ich das jetzt umrechne in Kochsalz, dann bin ich bei 7 Gramm Kochsalz durch nur eine Mahlzeit. Das ist einfach zu viel. Natrium ist für Sportler natürlich wichtig, um Schwitzverluste auszugleichen. Aber in der Form ist es zu viel und führt zusammen mit anderen Faktoren zu Bluthochdruck. Vor allem, wenn man dann keinen Sport dazu macht, der dann zu einem gewissen Natriumverlust über den Schweiß führt. So, natürlich war das nur eine Variante von Puls Gladiatorum. Ihr seht, das Prinzip ist immer das gleiche. Es gibt gute weitere Kombinationen mit dem immer gleichen Prinzip: Reislinsen, Bohnen, Mais, Kichererbsen, Couscous, Falafel, Weizen, Pita, Tofu, Vollkornbrot, Süßlupinenmehl, Haferflocken. Und das immer kombiniert mit möglichst viel Grünzeug und Obst. Und das hat auch Matt Frazier, ein Ultramarathonläufer, zu dem Spruch gebracht, der eigentlich seit dem Altertum bekannt ist: A grain, a green and a bean. So einfach ist dieser Merkspruch, wenn man sich gesund und leistungsgerecht ernähren möchte. Ich habe euch noch die Makros für einen Tag pflanzlicher Sporternährung zusammengestellt und jetzt nochmal explizit Frühstück und Abendessen mit einbezogen. Gerechnet ist es jetzt auf 2400 Kalorien. Das bedeutet, das sind meine 2400 Kalorien für einen Menschen, der 85 Kilo schwer ist und 1,80 groß. 2400 Kalorien, wenn ich nichts mache, wenn ich einfach nur da sitze und meinen Bürojob ausübe. Ich frühstücke mit 80 Gramm Haferflocken, ich habe eine Tasse Sojamilch dazu, ich habe etwa einen Teller Haselnüsse, ich habe noch ein paar Datteln oder vielleicht Dattelsüße, einen mittleren Apfel, selbstgepresster O-Saft und Gewürze. Gewürze sind zusätzliche große Antioxidantienbringer und sie fördern immer die Bekömmlichkeit von einer pflanzlichen Mahlzeit. Mittagessen habt ihr vorhin gesehen. Zum Abendessen gibt es noch ein sogenanntes Pico de Gallo, das eigentlich ein südamerikanisches Salsa-Gericht, das man aus gewürfelten Tomaten macht. Man tut ein bisschen Tomatenmark dazu, damit man das Ganze eindickt. Frischen Koriander, wer mag und etwas Platz um sich in der Trainingshalle braucht, der nimmt dann noch frische Zwiebel und etwas Knoblauch. Und dazu 2 Scheiben Roggenvollkornbrot und natürlich Gewürze sind auch wichtig und Meersalz mit jodhaltigen Algen. Und wenn ihr dies so miteinander kombiniert, das Frühstück, das Mittagessen, die moderne Variante des Puls Gladiatorum, das Abendessen, kommt ihr auf 137 Gramm Protein. Wenn ihr das umrechnet in, ja, wie viel Protein bringt mir das Fleisch, 700 Gramm T-Bone Steak wären das. Verdrückt das mal, würdet ihr euch schwer tun, auch über den ganzen Tag verteilt. 137 Gramm Protein bedeuten 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht bei einem etwa 85 Kilogramm schweren Menschen. Ihr habt es vorhin gehört, 1,2 bis 1,5 Gramm Protein am Tag empfehlen Ernährungswissenschaftler in kraftbetonten und auch in Ausdauersportarten. Ich habe das mehr als erfüllt und hätte sogar noch einen kleinen Puffer. Okay, ich bin etwas über 100 Kalorien drüber. Aber etwas über 100 Kalorien, lauft eine Dreiviertelstunde in normalem Tempo, das habt ihr wieder drin. Ihr seht also, wie ihr in der Lage seid, allein nur auf Basis von pflanzlichen Ernährungen, diesem modernen, gesunden, also der gesunden Ernährung sehr nahe zu kommen und eigentlich die Kriterien einer Leistungssporternährung zu erfüllen, wie die Gladiatoren sie auch hatten. Der Proteinanteil ist überraschend hoch, ich bin eigentlich sogar noch ein bisschen drüber. Kohlenhydrate bin ich im Idealbereich, Fette bin ich vielleicht eher im unteren Bereich. Ihr müsst es auch immer so ein bisschen selber rausfinden. Es gibt Personen, die mit sehr vielen Kohlenhydraten etwas aufpassen müssen. Die neigen dann vielleicht dazu, sehr viel Fett auch mit anzusetzen. Ich habe festgestellt, dass für mich viele Kohlenhydrate sehr gut sind, dass ich dadurch schneller regeneriere und leistungsbereit bin. Ich habe festgestellt, ich muss dann mit Fetten ein bisschen aufpassen, wobei ich auch festgestellt habe, auf der anderen Seite, wenn ich die Fette dann noch weiter reduziere und noch mehr Kohlenhydrate zu mir nehme, dann fühle ich mich einfach nicht so gut, wie wenn ich jetzt bei 24 oder 25% Fettkalorien bin. Ich selber
fühle mich besser mit 25% Fettkalorien, geht es mir einfach besser, fühle ich mich glücklicher. Wenn es reduzierter ist, ich bringe zwar gute sportliche Leistung, aber ich bin vielleicht nicht ganz so ausgeglichen. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Das ist die Bro-Science, die halt auch in Fitnesscentern kursiert. Ich kann euch aber nur dazu ermutigen, findet für euch die Balance raus. Und wenn ihr Sport treibt, die Balance ist nicht so weit weg davon, wo ihr euch dann entsprechend wohlfühlt. Ich bin jetzt auch jemand, vielleicht liegt es an meiner Vergangenheit als Metzgersohn, vielleicht habe ich von der Zitze an schon sehr viel Fleischsaft mitbekommen. Ich brauche halt einfach mehr Proteine, um satt zu werden. Ich habe aber festgestellt, dass mir eine pflanzenbasierte Kost, die in genau dem gleichen Maß liefern kann, ohne die ganzen gesättigten Fettsäuren, ohne das Cholesterin und weitere entzündungsfördernde Faktoren. Und natürlich, viele von euch wollen wissen, was soll ich dann nach dem Training essen? Was ist gut? Wenn ihr 2 Stunden richtig knackiges Krafttraining gemacht habt, für viele eine Überraschung, setzt ihr lediglich 870 Kalorien um. Also es ist gar nicht mal so viel. Ich mit meinen 2400 Kalorien etwas drüber. Ich komme dann vielleicht, wenn ich mich noch etwas bewege, auf 3300, 3400, 3500 Kalorien mit Trainingsumsatz. Die Gladiatoren, die hatten damals so 5000 Kalorien Trainingsumsatz durch ihr intensives Training. Und eine ideale Mahlzeit danach, Haferflocken, absolute Superfood. Warum? Haferflocken bringen sehr viel Kalium, Magnesium, Eisen, viel Zink und Vitamin B1, das ihr im Kohlenhydratstoffwechsel braucht. Dazu Sojamilch. Warum? Es ist ein Proteinbringer. Sojaprotein ist ein sehr hochwertiges Protein. Das Ganze kombiniert noch mit einer großen Banane und vielleicht mit etwas Proteinisolat, müsst ihr nicht machen. Die Naturalathleten unter euch, die können auch Süßlupinenmehl wählen oder auch andere Pflanzenmehle, bei denen das Fett extrahiert wurde. Und zum Geschmack noch ein paar Datteln, Aprikosen und gerne noch ein paar Gewürze, Zimt, Kardamom und dergleichen dazu. Die Banane bringt Vitamin B6, das braucht ihr dann wieder im Eiweißstoffwechsel. Um die Eiweißportionen, die ihr mit Sojamilch, mit Haferflocken und mit dem etwas Eiweißisolat aufgenommen habt, gut verstoffwechseln könnt. Und was man auch festgestellt hat, die Muskelglykogendepots, die für beide Sportarten oder für beide Typen von Sport sehr wichtig sind, sowohl für den Kraftsport wie auch für den Ausdauersport, werden unter Proteineinfluss schneller wieder aufgefüllt. Man hat noch nicht genau herausgefunden, wie das funktioniert, aber ohne Proteineinfluss, wenn man die Proteine besonders gering hält, braucht es bis zu 48 Stunden, bis sie wieder aufgefüllt werden. Unter Proteineinfluss dauert es 12 bis 24 Stunden, bis die Muskelglykogendepots aufgefüllt werden. Es macht also immer Sinn, auch einen gewissen Proteinanteil mit dazu zu nehmen. Und Sojamilch bringt auch viel Kalium, Sojamilch bringt auch viel Magnesium. Und wer jetzt Angst vor Phytoöstrogenen hat, da möchte ich vielleicht folgende Frage stellen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Sojamilch durch normale Milch austauscht, wo glaubt ihr, sind mehr Östrogene drin? In einem Produkt von einem Säugetier, einem Muttertier, das vorher ein Kind bekommen hat, ein Kalb, das jetzt abgestillt werden soll? Oder sind mehr Östrogene in einer Hülsenfrucht drin? Wo schätzt ihr jetzt, dass mehr weibliche Hormone sind? Tatsächlich, es sind auch nicht wenig Hormone in Milch enthalten, beziehungsweise auch in Fleisch. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es wirklich auch aufs Milligramm gerechnet mehr sind. Es spielt vielleicht auch nicht die Rolle. Es sind Säugetierhormone. Wir sind auch Säugetiere. Das heißt, die Säugetierhormone, die wirken auf unseren Organismus viel, viel stärker, als das jetzt Verwandte aus dem Pflanzenbereich tun. Das liegt einfach daran, dass Säugetierhormone in diese Rezeptoren viel besser und viel länger einbinden können, als das jetzt bei Pflanzen der Fall ist. Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt Phytoöstrogene aus der Sojabohne habe, die sogenannten Soja-Isoflavone, die docken auch dort an. Die verhindern, dass gleichzeitig Säugetierhormone und auch meine eigenen Hormone dort andocken können. Sprich, die Rezeptoren sind blockiert. Und das Interessante ist, dadurch haben Soja-Isoflavone sogar eine antiöstrogene Wirkung.
weil die Phytoöstrogene um ein vielhundertfaches schwächer wirken als Säugetierhormone. Und darunter, also dadurch lässt sich auch der Schutzmechanismus von vielen Phytoöstrogenen erklären, zum Beispiel wenn es um das Thema Brustkrebs geht, das ist eben eine Krebsart, die sehr stark hormonassoziiert ist. Bei Männern, die Variante, die sehr stark hormonassoziiert ist, ist der Prostatakrebs. Und man weiß, dass mit Milchprodukten, vor allem mit Milch, das Risiko an Prostata zu erkranken steigt. Das ist evident. Das ist wirklich bewiesen. Und man mag sich jetzt fragen, woran das liegen könnte. Und tatsächlich Phytoöstrogene, wie sie in pflanzlicher Nahrung vorkommen, haben hier einen großen, eine große Schutzwirkung. Bei den pflanzlichen, bei den Soja-Isoflavonen ist es so, die wirken vor allem dann gut, wenn sie schon in Kindesbeinen zu sich genommen werden. Bei der Frau. Warum? Weil sie verhindern, dass sobald die Frauen in die Geschlechtsreife kommen, dass sie die Frauen zu schnell auch den schädlichen Wirkungen des eigenen Körperöstrogens ausgesetzt werden. Und dadurch haben Asiatinnen zum Beispiel, weil die schon von Kindesbeinen an Soja essen, deutlich geringere Brustkrebsraten. Das konnte man zum Beispiel herausfinden und das liegt explizit an den Soja-Isoflavonen. Ja, Top-Lebensmittel, das ist ein kleiner Exkurs, Top-Lebensmittel für lange Kraft, Ausdauer und auch Ausdauerbelastungen. Ich habe die Erfahrung selber gemacht, wenn man dann mal 11 Stunden in den Bergen unterwegs ist, weil man mal irgendwie den Weg verpasst hat und auf den Weg zurückkommen will, 11 Stunden in den Bergen unterwegs zu sein, das ist Hammer, euch tut danach alles weh. Aber ich habe das super geschafft. Das Einzige, was ich an Gewicht dabei hatte, waren halt 5 Liter Wasser. Die waren leistungsentscheidend. Aber was habe ich noch dabei gehabt, um so einen Marathon von 11 Stunden in den Bergen durchzuhalten? Das sind, müssten grob überschlagen, so 7000 Kalorien sein, die ihr da dann halt einfach ablauft durch das Höhengefälle, das ihr dann auch habt. Was hat mich am Leben gehalten? Natürlich mein Muskelglykogen, das ich vorher gebildet habe, durch eine gute Regeneration hier oben. Und Trockenfrüchte, die ich dabei hatte. Studentenfutter, die ich dann kombiniert habe mit Ölsaaten. Natürlich nicht zu viel Ölsaaten. Der Name sagt es ja, Öl. Da vielleicht auch der interessante Zusammenhang, wenn ihr zu viel Mandeln esst, irgendwann habt ihr Bauchschmerzen. Wenn ihr zu viel Marzipan esst, da sind auch Mandeln drin. Ihr könnt Marzipan essen, bis ihr umfallt. Ihr werdet nicht die gleiche Sättigung haben wie von den Mandeln. Ich finde es interessant, wie vollwertige Lebensmittel oder wie die Natur uns sagt, hey Junge, jetzt reicht's, genug davon. Und mit verarbeiteten Lebensmitteln ist das halt nicht der Fall. Und dadurch ist die Tendenz auch in der Zivilisationskost, dass wir dann eher zu viel essen. Und kurz nochmal zurück zum Thema, das sind dann Lebensmittel, die uns sowohl lange satt halten, wie auch dann die Energie bringen, um dann so lange Bergtouren durchzuhalten oder auch lange Ausdauerstrecken. Weil ihr könnt jetzt nicht anfangen, Puls Gladiatorum zu kochen, wenn ihr einen Marathon laufen müsst. Ein bisschen schwierig. Es gibt auch wichtige Tipps für Einsteiger, die mit Hülsenfrüchten und mit Vollkorn noch nicht so viel Erfahrungen gemacht haben. Ihr müsst dazu wissen, man weiß, dass die Zusammensetzung der Darmflora zwischen Menschen, die sich vorwiegend pflanzlich ernähren und zwischen Menschen, die Zivilisationskost zu sich nehmen, sich gravierend voneinander unterscheidet. Das heißt, wenn ihr jetzt von 0 auf 100 anfangt mit Pflanzen, kann es zu Komplikationen führen. Ich habe das selber erlebt. Ich hatte ein halbes Jahr lang Komplikationen. Das war nicht sehr angenehm, weil natürlich man hat dann einfach mehr Blähungen, bis sich das ganze System umgestellt hat. Was hat mir geholfen? Das habe ich auch erst dann herausgefunden und dann ging es mir natürlich besser. Wichtig, rohes Gemüse, rohes Obst immer vor der Hauptmahlzeit essen, bevor ihr dann wirklich mit dem Hauptspeisebrei reinkommt. Das liegt daran, dass diese Rohkost auch schwer aufzuschließen ist und dass sie natürlich auch so ihre eigene Mikroflora mitbringt. Und dadurch muss der Körper mit seinen Magensäften erst einmal darauf einwirken, um gewisse schädliche, flatulenzfördernde Bakterien abzutöten und auch gewisse Nahrungsbestandteile so weit aufzuschließen. Kommt ihr gleich mit der Hauptmahlzeit oder führt ihr das nach der Hauptmahlzeit zu, sind eure Magensäfte schon mit der Hauptmahlzeit belegt und es rutschen mehr Bestandteile durch aus dem rohen Gemüse, die dann flatulenzfördernd wirken oder auch Mikroorganismen, die Flatulenz, die, wie soll ich sagen, auch ihren gewissen Beitrag dazu leisten. Wichtig ist auch, kein Wasser direkt zur Mahlzeit. Wartet wenigstens eine halbe Stunde
Oder vielleicht besser bis eine Stunde danach. Klar, wenn ihr Sport macht, ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig. Beachtet aber auch, müsst ihr so, wie soll ich sagen, euer Best Practice müsst ihr selber rausfinden. Ich habe nur selber gemerkt, wenn ich vor allem Wasser zu rohem Gemüse und rohem Obst trinke, das ist ganz besonders schlecht. Ich glaube, die einen oder anderen wissen es vielleicht, es gibt ja so Merksprüche, kein Wasser zusammen mit Kirschen essen oder kein Wasser mit Trockenpflaumen. Also man findet das darin begründet. Und natürlich, Linsen lassen sich super schnell zubereiten, die sind vielleicht die Einsteigerhülsenfrucht, weil die wenigsten Probleme damit haben. Vor allem mit den geschälten Varianten, den roten und den gelben Linsen, die genauso viel Power haben wie ihre nicht geschälten Pendants, die halt nur, weil sie geschält sind, weniger Ballaststoffe haben, aber genauso viel Eiweiß und andere Wertstoffe. Ihr könnt mit Linsen anfangen, wenn ihr euch vielleicht mit Bohnen erstmal schwer tut. Natürlich, wenn ihr schnell Sachen zubereiten wollt, sind Linsen vermutlich auch die bessere Wahl und Bohnen dann vielleicht eher am Wochenende. Wenn ihr Bohnen, Kichererbsen macht, gut einweichen, über Nacht einweichen. Das dient dazu, sowohl, dass sich in dem Wasser Zuckerstoffe lösen, die flatulenzfördernd wirken, die ihr dann abgießt mit dem Einweichwasser, also das Einweichwasser öfters wechseln und nicht mitkochen. Wenn ihr aber gekocht habt und da ist noch Wasser übrig, das wäre schon klug, das mitzuverwenden, weil sich dann über den Kochprozess schon viele Nährstoffe in diesem Kochwasser gelöst haben. Und das Einweichen über Nacht dient dazu, zu viel Phytinsäure abzubauen. Es dient auch dazu, die Pflanze zu aktivieren und gewisse Hemmstoffe abzubauen, die dann im weiteren Kochprozess auch noch abgebaut werden. Und jetzt die Frage, wenn es schnell gehen muss, Dosenbohnen, ist ein Dosenprodukt überhaupt gesund? Was denkt das Publikum? Was denkt ihr über Dosenbohnen? Sind die genauso gut oder fast genauso gut wie das echte natürliche Pendant? Es ist eine Dose, die bei großer Hitze lange gekocht wird, damit sie steril ist, damit da nichts wachsen kann und dann irgendwann zu blähen anfängt. Das Publikum ist sich unsicher, merke ich. Ja, tatsächlich, Dosenbohnen haben auch fast den gleichen Vitalstoffgehalt wie das echte Pendant, wenn man es umrechnet auf die Kalorien. Also die Bezugsbasis isokalorisch verwendet. Und es ist schön zu sehen, wie trotz des intensiven Kochprozesses, der bei Dosenbohnen stattfinden muss, um ein haltbares Lebensmittel zu generieren, die Natur die Sachen doch so gut verpackt hat, dass auch in Dosenbohnen genug davon enthalten ist. Natürlich bei Dosenbohnen ist es auch so, wenn ihr den Sud wegschüttet, schüttet ihr gleichzeitig auch viele der darin gelösten Vitalstoffe weg. Viele finden das dann irgendwie eklig, weil das dann so glibbrig ist. Das liegt an sogenannten Hydrokolloiden, die sich halt gelöst haben und dieses Ganze ein bisschen andicken. Ja, spezieller Nährstoffbedarf bei pflanzlicher Sporternährung. Da findet man in der Ernährungsliteratur auch immer sehr viel. Ja, man muss auf viele Ernährungsfaktoren aufpassen. Auf Calcium, Eisen, Zink, Selen, Jod muss man aufpassen. Und wie ihr vorhin gesehen habt, ihr könnt eigentlich hinter alle diese Faktoren einen Haken setzen. Wo ihr nur ein bisschen aufpassen müsst, wenn es dann weniger mit grünem Gemüse, weniger mit Mandeln, weniger mit Hülsenfrüchten ist, dann müsst ihr auf euren Kalziumbedarf schon etwas Acht geben. Ihr könnt es wie die Gladiatoren machen, wenn ihr Naturalathleten seid und euch euren Aschetrunk anrühren aus Pinien, Eichenholz, Asche. Adäquater ist vielleicht heute, wenn man kalziumangereicherte Pflanzendrinks nimmt, oder kalziumreiche Mineralwässer ab 150 Milligramm Kalzium pro Liter. Eisen, klar, steckt viel in Vollgetreide, in Hülsenfrüchten, in Ölsamen, in Nüssen, aber auch in Spinat. Und ihr verbessert die Eisenresorption ganz intensiv, indem ihr Vitamin C aufnehmt. Zink, die gleiche Geschichte, Vollgetreide, Hülsenfrüchte, Ölsamen. Hier sind die Fruchtsäuren mithelfend. Selen ist ein wichtiges Spurenelement, das euer Körper für vielfältige Entgiftungsprozesse braucht. Ich glaube, eins der wichtigsten Entgiftungsenzyme, Superoxid-Dismutase oder wie es heißt, hat im aktiven Zentrum ein Selenmolekül. Und dieses Enzym hilft uns, freie Radikale abzufangen. Und wie wird dieses Enzym regeneriert? Unter anderem durch Vitamin C. Also ihr seht hier schon wieder einen gewissen Zusammenhang.
Nur Selen ist auch so ein bisschen bodenabhängig. Sprich, in unseren Böden ist dies durch langen und vielleicht auch in der Vergangenheit fehlerhaften Ackerbau stark abgereichert. Aber eine Paranuss am Tag reicht aus, um euren Selenbedarf komplett zu decken. Eine Paranuss am Tag ist wirklich so. Ihr braucht nicht mehr davon, weil die Paranuss wie keine andere Nuss Selen stark anreichert. Und mit Paranüssen betreibt ihr auch aktiven Regenwaldschutz, weil der Paranussbaum, der wächst nicht in Kultur. Der wächst wild im Regenwald und davon leben Indianerfamilien, die den dann sammeln. Dadurch bekommt der Regenwald einen Wert und wird dann vielleicht nicht verkauft von den Indianergemeinden, denen das Land dann per Besitzurkunde gehört. Jod ist natürlich ganz wichtig, auch in unseren Breiten, weil Deutschland nach wie vor einfach ein Jodmangelland ist. Und vor allem, wenn ihr schwanger seid, ist Jod besonders wichtig, auch für die Gehirnentwicklung des Kindes. Und Jod kommt natürlich auch über Meersalz. Ihr habt das im Jodsalz von Fleischprodukten, die jetzt vielleicht nicht ganz so günstig sind wie die Currywurst, wie ihr da gesehen habt. Ihr habt Jod natürlich auch in Fisch drin und rein pflanzenbasiert bekommt ihr es vor allem aus Meeresalgen. Ihr solltet da natürlich auch nicht überdosieren. Es gibt noch weitere Champignons. Es gibt noch weitere Lebensmittel, die einiges an Jod bringen. Das sind Champignons, überraschenderweise auch der Brokkoli. Es sei vielleicht an der Stelle gesagt, es geistern immer so Sachen durch die Medien, dass Soja-Isoflavone ja irgendwie schlecht für die Schilddrüse sind. Und es gibt im Kohl sogenannte Goitrogene, die dazu führen, dass die Schilddrüse wächst. Ja, diese Substanzen gibt es, diese Goitrogene, die spielen aber nur in rohen Kohlsorten eine Art und die sind nur dann schlimm, wenn ihr gleichzeitig nicht auf eine ausreichende Jodzufuhr achtet. Dann kann es Probleme geben. Dann kann es auch Probleme mit Soja-Isoflavonen geben, wenn ihr viel zu viel Soja-Isoflavone zu euch nehmt, wie es mit der Ernährung fast nicht möglich ist, und gleichzeitig zu wenig Jod. Es gibt auch Personen, die natürlich Jodmedikamente oder Schilddrüsenhormone nehmen müssen. Die müssen dann mit Soja-Isoflavonen aufpassen, weil es ist bekannt, dass weniger von diesen Schilddrüsenhormonen aufgenommen werden, wenn gleichzeitig Soja-Isoflavone da sind. Also da vielleicht ein bisschen Acht drauf geben. Es gibt aber jetzt nicht nur die Sojabohne als guten Eiweißlieferanten. Ja, und wo kein Haken ist, Vitamin D, Vitamin B12 und bei einigen Omega-3-Fettsäuren. Ich habe es vorhin schon etwas genannt, Vitamin D ist jetzt in den Breitengraden, wo wir uns befinden, wir haben einen langen Winter und man sagt, so Pi mal Daumen, ab der Herbst- und Frühjahrstag- und Nachtgleiche ist so die dunkle Zeit, in der die UV-Strahlung oder der Anteil in der UV-Strahlung, der notwendig ist, um über die Haut Vitamin D zu bilden, nicht hoch genug ist. Sprich, jetzt bald ist unsere Haut wieder in der Lage, Vitamin D zu bilden, wenn wir rausgehen. Abhilfe schafft es, wenn wir in großer Höhe sind oder wenn wir vielleicht in Südeuropa oder Afrika sind. Schafft nicht jeder über den Winter. Von dem her kann es durchaus Sinn machen, vor allem wenn ihr als Sportler einen höheren Bedarf habt, mehr Vitamin D über Supplementation zu euch zu nehmen. Lasst da aber vorher vielleicht von eurem Arzt den Vitamin-D-Spiegel bestimmen, dass ihr auch nicht überdosiert. Weil als fettlösliches Vitamin ist der Körper nicht in der Lage, ein zu viel, wie bei den wasserlöslichen, dann einfach über die Nieren wieder auszuscheiden. Vitamin B12, wenn ihr euch über viele Jahre pflanzlich ernährt, wie jetzt in meinem Fall, müsst ihr es einfach supplementieren. Ihr müsst es. Es gibt kaum Pflanzen, die genug B12 liefern. Und ob das jetzt über Hefen oder Sauerkraut ist, ich kann euch selber sagen, das sind keine verlässlichen Quellen, weil in Lebensmitteln schwanken die Gehalte auch immer. Woher kommt B12? Bilden die Tiere das? Nein, interessanterweise, es kommt von Mikroorganismen, die das bilden, die vor allem im Boden vorkommen, Bodenmikroorganismen. Es mag tatsächlich, das haben Untersuchungen gezeigt, es mag wohl so gewesen sein, dass früher das B12 einfach über schmutzige Lebensmittel auch über die Pflanzen zu uns kam. Gewisse Wurzelgemüse sind in der Lage, wenn jetzt der Boden mit Mist gedüngt wird, B12 aus dem Mist aufzunehmen. Ja, Mist ist natürlich auch immer so ein Risiko, Tierfäkalien, gewisse Keime, E. coli, Enterobakterien. Ich persönlich möchte nicht Lebensmittel zu mir nehmen, die vorher in Mist gewachsen sind.
weil ihr einfach ein hohes Risiko habt, gewisse Zoonosen zu entwickeln. Salmonellose, Salmonellenerkrankung ist so ein Fall davon. Das bedeutet, Mikroorganismen im Boden bilden das B12 und Tiere zum Beispiel, wie Schweine und Hühner, die nehmen das auf natürliche Art und Weise zu sich auf. Schweine fressen als Verdauungshilfe gerne Erde und Hühner picken natürlich Würmer, sie picken auch Erde und nehmen dadurch B12 auf. In der modernen Massentierhaltung nehmen diese Tiere aber nicht mehr genug B12 auf. Das bedeutet, auch sie bekommen es über die Tierfuttermittel verabreicht. Zumindest sogenannte Monogastria wie Schweine und wie Hühner. Und die einzigen, die da eine Ausnahme bilden, sind Wiederkäuer, weil die über ihre verschiedenen Mägen so ein großes Mikrobiom haben und genau über diese Klasse an Mikroorganismen verfügen, die auch B12 bilden. Und dadurch findet es sich natürlich dann auch in Produkten dieser Tierart. Und das sind die einzigen, die es dann auch selber bilden können. EPA, DHA, das sind eigentlich die aktiven Formen der Omega-3-Fettsäuren, aus denen diese Gewebehormone aufgebaut werden, die unser Entzündungsgeschehen positiv beeinflussen. EPA kann der Körper aus Pflanzenölen, vornehmlich aus der Alpha-Linolensäure, halbwegs gut synthetisieren. Das schafft er. DHA, da ist bisher in Interventionsstudien, ist der Beweis schuldig geblieben, dass unser Körper wirklich DHA aufbauen kann. Weil von der Alpha-Linolensäure bis zur Docosahexaensäure ist es ein weiter Weg im Stoffwechsel. Also bisher sind die Empfehlungen die, dass DHA supplementiert werden muss. Und man kann das bei pflanzlicher Kost ganz leicht durch Algenöl machen. Man muss dazu nicht mehr unbedingt Fisch essen. Der natürlich kalter Seefisch, fettreicher Fisch hat viel davon geliefert. Fettreicher Fisch hat aber auch sehr viele Langzeitrückstände, die halt über die Jahre ins Meer gespült wurden. DDT, PCB, die sind vor allem in fettem Fisch angereichert, weil er an der Ende der Nahrungskette steht und das angereichert hat. Ja, damit kommen wir auch langsam zum Ende. Ich übergebe dem Max dann das Wort. Ja, noch zwei Hinweise von uns. Also dieses Konzept, a grain, a green and a bean, ist eigentlich auch so das Sprüchlein, wo man immer ganz gut checken kann, okay, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt alles in meiner Mahlzeit drin habe. Also quasi, wenn da Getreide mit drin ist, im Idealfall Vollwertgetreide, es tun aber auch Kartoffeln oder Süßkartoffeln. Green, also grünes Blattgemüse, gerade wegen, weil da besonders viele Nährstoffe drin sind, aber auch jede andere Art von Gemüse und Obst. Und mit Bohnen, Bienen, eben nicht nur Bohnen, sondern auch Hülsenfrüchte oder Produkte aus Hülsenfrüchten. Es gibt ein E-Book von Katrin Schäfer und Daniel Roth, das sind zwei Marathon- und Ultramarathonläufer, die haben auch eine sehr gute Homepage, www.bewegt.de. Da findet ihr alles an Informationen, insbesondere zur pflanzlichen Ernährung im Ausdauersport, auch zu Ausdauersport einiges, kann ich sehr empfehlen. Und dann eben gibt es auch noch das Gladiatoren-Kochbuch von Christian Eckert. Christian Eckert ist derjenige, der die Gladiatoren in diesem Experiment, von dem ich berichtet habe, trainiert hat und der da eben auch ein Kochbuch geschrieben hat. Wir haben es hier vorne liegen, zusammen mit ein paar anderen Büchern, wo ihr dann auch noch einen Blick reinwerfen könnt. Ja, wir haben jetzt sehr, sehr viel Input gebracht. Das müsst ihr sicherlich auch erstmal verdauen. Es gibt das Ganze dann auch im Internet, falls ihr nochmal was nachschauen möchtet. Wir sind dann auch für ein paar Fragen im Anschluss noch da. Ganz zum Schluss noch kurz der Hinweis auf die Literatur, die wir verwendet haben. Also stützt sich alles auf aktuelle ernährungswissenschaftliche Forschung beziehungsweise im Gladiatorenteil eben auf die historische und archäologische Forschung der letzten Jahre. Soweit von uns. Wie gesagt, für ein paar Fragen sind wir jetzt auch gerne noch da. Bis dahin erstmal vielen Dank.